Noch eigentlich noch das Leck-Problem oder ist das Nee, auch das ist, mittlerweile glaube ich, weg? weg gewesen, ne? Ne, das haben wir ewig gerade nicht gehabt. Wir hatten das hier letztens, als Mathis meinte, ja, irgendwas runterladen zu müssen nebenbei. Aber Ja, sorry. hatten. Aber wir sollen tatsächlich zu dieser Insel mit diesem Ja. ominösen Strudel. So ominös finde ich den Können auch auch nicht. hier vorne schon gleich Ist irgendwo eindeutig rot, demnächst was eine Gefahrenfarbe ist. War das nicht anlegen, bei dieser glaube ich. Endboss? Könnte sein. Ich glaube ja. Okay, sollen wir anhalten Nee, oder? nee, wir fahren noch einmal rundherum. Okay. Wobei, ja doch. Da ist auf Ja? jeden Fall was am Boden des Strudels. So. Da wollen wir aber auch gar nicht hin zu dem Strudel. Die ist nämlich hier vorne irgendwo. Ich gehe mal schon mal los mit den ersten Sachen. Oder soll er alles hin oder nur eine Sache? Nee, alle Sachen. Alle fünf Kisten. Dürfen da jetzt hin. Also der Joke ist, Christoph, ich habe einen Kompressor laufen. Also nein, der andere Christoph. Sehr schön. So, irgendwo hier vorne war die. Ne, warte mal. Die ist bei Mattis da oben die Ecke, glaube ich. Ich habe hier eine Hütte, aber hier ist keine Sau. Die Kiste hier, Mattes. Warte, ich stell sie ab. Eigentlich müsste hier eine Frau rumsitzen. Nimm die mal. Wow. Ja. Okay. Nur bleibt sie halt hier stehen. Ist sie hier noch ein bisschen. Ah, ich bin vergiftet Delivered worden. loot in Pelopia at Kraken's Fall by 1 a.m. Da ist sie, hier vorne. Bei mir. Aha! Aha, Lena hat die Pflanzen. Nein! Ich weiß nicht, wo ich hin So, soll. nur fürs Abliefern gab es jetzt 750 Euro. Mir hinterher, Lena, mir hinterher. Ja, ich glaube deinem Namen hinterher. Wenn eine Schlange mich beißt, dann bin ich nicht so glücklich drüber. Da steht die Frau. Sie scheint echt Sehr froh gut. drüber zu sein. Wir Wäre ich sollten auch uns gleich gerne. auf jeden Fall nochmal angucken, was in dem Strudel ist. Strudel ist. Ja, finde Ich ich dachte, auch. das ist ein Endboss, aber können wir machen. Ja, passt schon. Das ist ein Endboss, aber ein Special-Gegner halt. Oh, ich weiß nicht, hier steht eine Kiste, aber es ist irgendwie ein bisschen suspekt. Soll ich sie nehmen? Traue ich mich? Sie steht halt in einem riesen Skelett, das mal ein. Was könnte das gewesen sein? Ein riesiger Vogel? Bevor wir gleich zu dem Strudel gehen, gucke ich mir noch mal die Daten von meinem Filter an. Also vom Audiofilter. Vielleicht regle Alles ich da noch mal klar. was runter. Jo. Aber an Lenas Problem kann ich nicht arbeiten. Ich finde allerdings auch, ihr beide klingt für mich völlig gleichlaut. Okay, lustig. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht betone ich zu viel und zu wenig. Viel Schwankung in meiner Stimme. Ich muss Genau, du monotoner schreist reden. immer auf einmal rum. Ich Okay, schreie. wenn ich Ich machen soll, schreie. ey. Warte, warte, ich muss so die letzte Kiste abgeben. Ja, Lena hat ja noch eine in der Hand, glaube Ja, ich. ich habe noch die Heulkiste gerade in der Hand, deswegen. Okay, dann gehe ich jetzt mal. Ich hab mal einen Hintergrund. Ja, ich Und. hole mir noch mal eben Essen. Haben wir Essen überhaupt? Ich glaube schon, ne? Ein bisschen. Professor Verhältnis, little. Ah, die Truhe der Sorgen sollte eigentlich nicht auf dem Schiff stehen, wenn wir noch zum Strudel gehen. Haben wir die Nee. schon wieder? Ja, ich habe sie gefunden, aber ich lasse sie lieber nicht Eieiei. hier. Das ist eine blöde Idee. Ich gehe doch das Schiff und fange heimlich unter. Ja, stell dich mal lieber an den Strand. Ja. Haben wir schon alles?
Ja, Ja, wir Moment. haben schon die Mission fertig. Oh, hier ist eine Kiste des Tuches des Seefahrers. Oh, stell sie zu unserer Heulkiste. Ich such mal Snacks und Stuff. Wollen wir noch auf Mattes warten, bevor wir reinrennen? Ja, ich wollte eigentlich Also, hier vorne nur hingehen. okay. ich wüsste, um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich, was ich an den Einstellungen verändern soll. Ich drehe sonst mal meinen allgemeinen Input ein bisschen runter vom Mikro. Vielleicht bringt das ja schon was. So, und jetzt bin ich wieder im Spiel. Jetzt müsste ich ein bisschen leiser sein, aber nicht nur Bei ein mir hat sich gar bisschen. nichts geändert. Ja, das ist das, was ich meine. Also da stehen so ein paar Skelette um ein Ding rum und beschwören irgendwas. Ich gehe mal zu Lena. Das ist genau der Typ, den wir mal fertig gemacht haben. Und mit fertig gemacht meine ich so gerade eben besiegt. Also gehen wir da jetzt rauf und gewinnen. Absolut, drauf geht's! Woo! Okay. Warden G. Und bam, bam, bam. Glaube, der letzte hieß nicht Warden G. Nee, der sieht auch ein bisschen ninja-mäßig aus. Ah. Mich auch echt ninja-mäßig weggekickt. Hier ist eine Munitionskiste direkt bei dem Typen. Okay. Ja, ist ein bisschen. Feuerbälle. Ah. Aua. Ihr schreit, wenn ihr tot seid, ne? Ja. Weil ich glaube, wenn alle tot sind, wäre schlecht. Den nächsten. Ich auch nicht. Wo ist die Munitionskiste? Hier vorne direkt. Ah ja. Nee, nicht hier. Hier. Nee, Also nee. schießen hat ja mal gar Hier nichts vorne ist sie gemacht. bei mir. Ja, ich sehe, ich sehe. Okay. Au. Au, au, au. Hier ist zum Glück direkt was daneben. Dann zum Glück nicht, aber ich muss heilen. Okay. Jetzt wurde er auch noch von der Schlange gebissen. Warum machst du sowas? Oh, mir fehlt Muni. Ja, mir auch. Brauch unbedingt was zu snacken. Oh, das war ein neuer Move. Nope, Wasser. Fuck. Ich habe ein paar Feuerdinger gefunden. Aber nichts zu essen. Aua. Oh, fuck it, ey. Ich muss mich mal heilen. Ich brauche irgendwie mal was zu essen. Ich lenke ihn ab. Ich hoffe, ihn abzulenken. Ich Lenk habe was ihn nicht ab. gefunden. Super dunkel. Ich sehe nichts. Da ist Horn Tree. Ich sehe ihn wieder. Vorsicht, weg da! Ah, Oh, Madonna-Bündchen. das ist auch ein neuer Trick. Oh, hier ist ein Schweinchen. Sieht man irgendwie, wie lange, wie viel Leben der noch hat? Nee. Au, Oh. au, 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 au. Ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen. Oh nein, er hat's auf mich abgesehen. Ah. Munitionskiste. Wo ist er? Ist er tot? Ja, ich glaube, er ist tot. Warte. Er steht hier noch.
Ich glaube, wir können jetzt voll draufhauen die ganze Zeit. Vorsicht, kommt wieder, er ist wieder da. Ja. Phase 2. Okay, hier ist jetzt irgend so ein Dude. Definiere irgend so ein Dude. Ja, schon mal. So ein Geldtyp. Mm. Hat das was gebracht? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Hat vielleicht Geld fallen lassen, der Junge. Aua. Ah, ich steck fest. Alter, ey. Ich sehe gar nichts gerade. Ich auch nicht. Fuck! Ah! Na, läuft die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinlaufe. Bin ich sicher. Oh! Oh! Ah, Munition. Oh! Ich brauche erstmal wieder Muni. Bitte, Feuer. Ja. Oh. Ja, shit, ich brenn. Oh, danke. Shit. Aua. Fuck it, ey, ich muss auch erstmal was essen wieder. Da ist er, okay, dann kann ich kurz zur Moneykiste. Aber wir haben Flame hat schon umgebracht. Ja, schießen wir noch weiter mit Feuer da. Aua. Ach, shit. Aktion. Steht man eigentlich ganz gut. Kann ihn gut abschießen. Okay. Au. Okay. Hey, wir haben ihn aber. Hä? Nee, er steht hier immer noch. Okay. Irgendwas habe ich gerade eine Mission. Irgendwas habe ich gerade bekommen. Ja, Skelett gezwungen, keine Ahnung. Oh, ich brenn. Es werden hier immer mehr Leute. Okay, jetzt steht er auf der Munitionskiste, das ist natürlich auch. Aua. Ein bisschen. Das haben wir hier abgesehen. So, ich muss noch mal was essen jetzt. Ich hab auch. Ich muss auch mal was zu essen suchen. Okay, doch nicht. Okay, wo ist Essen? Maden. Da ist was zu essen. Da sind Dingstels. Ich brenn. Shit. Ich hab. Aua. Okay, ich komm zurück. Au. Holy moly. Au. Mhm. Das war. Oh. Es wäre schon wieder dunkel. Okay. Aua. Shit, kein Munition mehr. Ich sehe nichts mehr. Er hat neue Jungs geholt. Ich muss
irgendwie mal heilen. Ja, ich glaube schon. Ist hier noch was zu essen? Yes. Ja. Ah, shit. Das bringt mich nicht weiter, das bringt mich auch nicht weiter, das bringt mich noch weniger weiter. Bin fast tot. Kanonkugeln gefunden ohne Ende. Ich bin auch ganz woanders. Ich habe ein paar Skelette am. Ich muss am kurz jemand durchbrechen. Ja. Kann doch nicht sein, dass ich hier nichts zu essen finde. Hast du? Danke. Ich will nicht alles nehmen, was du hast. Du brauchst ja auch noch was. Ja. Das Ding ist noch nicht um. Gehst du noch mal weiter? Wo ist er denn jetzt da? Eine Banane habe ich. Wow. Au. Da ist er. Nein. Nein, ey. Jetzt greife ich dir nicht mal. Let's see you match this. Aua. Wo ist denn der? Er steht hier hinten. Er liegt am Boden. Er ist schwach. Okay. Aber hier sind richtig viele Skelette. Ich bin tot. Kümmert euch nicht um mich. Haut auf ihn. Doch, ich komm ran. Ah, ich bin auch tot. Fuck. Oh shit. Nein. Ich kann mich nicht zurücklassen. Wir kommen hier. Lauf erstmal nur rum, bis wir da sind. Wieder, Lia. Der Typ also stirbt. Ja, okay, ich ran. Versuch nicht zu sterben, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, er ist auch gerade echt nicht gut drauf. Sagt Bescheid, wenn ihr wieder lebt. Und ja, meine Tür. Meine Tür hat sich gerade geöffnet. Meine auch gleich gehört? Dann. Essen mitnehmen. Ja, Essen mitnehmen. Bin auch auf dem Weg. Bin auf dem Schiff. Wir haben Bananen. Und Bananen auf dem Schiff. Schwimmend Land. Wenn, Christoph, ich habe jetzt nicht dran gedacht. Du kannst noch mal gucken, ob wir noch Splitterbomben haben. Ah, stimmt, ja, mach ich. Mach ich. Wo ist er denn? Bin wieder da. Haben wir tatsächlich noch? Da ist er. Ich hab 4 dabei jetzt. Ja. Wo ist er? Oh, ja, da ist jemand. Bei mir in der Nähe. Let's make some space. Alter! Okay. Mir spricht dieser Kack-Vulkan auch noch aus. Ich glaube, das ist er. Nee. Ja, er bricht aus. Man könnte sagen, ja. Aua. Ich könnte demnächst sterben. Try not to. Okay. Such mal was. Aua. Ah, mit Sachen werfen kann ich auch. Nichts, gerade. Geh ran, ich hau einmal. Oh, das ist nicht. Okay, weg. Und auch immer mehr von diesen. Ja.
Okay. Au, 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 ich lieg wieder. Jetzt könnte mich jemand retten. Ja, ich komme. Okay, aber Christoph brennt, Vorsicht. Ja, ich weiß. Aber zieht erstaunlich wenig Schaden. Okay. Ja. Aua, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich lenk ihn ab, ich lenk ihn ab, ich lenk ihn ab. Okay, lenk ihn gut ab. Na, er will sich nicht so richtig ablenken lassen. Okay, es... Ich bin wieder da. Also es war wirklich ein Streit vom Tod. Oh. Okay, ich bin wieder tot. Brenne. Oh, 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 komm, Lena. Sehr schön. Ja. Ach, jetzt kommt dieser. Wow! Das hat mich erwischt. Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir war ich, wo die Skelette eben noch waren. Ah, shit! Ja, egal, überlebt lieber sonst notfalls. Ja. Ich bin down. Dann versucht ihr mal schnell zum Fährmann zu kommen und wegzukommen. Ja. Und du versuchst zu überleben. Aber wir haben ihn quasi schon in Phase 3. Ja, das würde ich auch behaupten. Oh Mann, das ist aber ein... Du holt jetzt wieder seine Viecher. Ach, davon haben wir ja auch nicht schon genug da. Ich habe leider keine Munition mehr. Das sind... Wow. Es gibt noch eine Kiste. Ich kann schwer beschreiben. Ja, ich weiß, wo die ist. Soll ich sie beschreiben? Oder fast tappern. Waren genau das Gegenteil. Suchen die Klappe. Okay, ein Snack. Oh, wir haben nur noch Bananen. Hauptsache, wir haben noch irgendwas. Haben wir noch Feuer oder so? Ja, zwei Feuerbomben. Ne, Feuerbomben bringen, glaube ich, nicht gegen ihn. Meinst du nicht? Na, er ist doch selber ein Feuergeist. Mhm. Ja, dann kannst du ja ausprobieren. Ah, ich bin tot. Ja, ich komme in den Klumpensturm. Ja, ich gehe dann mal hoch. Fuck it, ey. So. Oh, das dürfen wir auch nicht mehr sagen, ja? Das war auch kein Schimpfwort sagen. Das ist nicht das neue Buch, 12.000 Regeln. Doch, man darf Schimpfworte sagen. Man darf nur bestimmte Schimpfworte nicht sagen. Und auch nur, glaube ich, im Kontext falsch benutzt. Mhm. Wenn okay. Ich nicht ganz Nisse. Hier sind seine Skelly Boys. Wow. Ja, nicht schießen. Ich glaube, ich habe gleich alle seine Skelette hier in Toad. Nice. Das ist ein schönes angebratenes Stück Schweinefleisch, das ist natürlich sehr gut. Nimm's dir! So, bin auf dem Weg. Wow! Bananas! Wir hätten vielleicht etwas mehr Wasser, Essen mitnehmen sollen. Wir wussten ja nicht, dass wir hier sowas finden. Voll, ich habe wieder Skelett beschworen. So, ich bin wieder da. Dann hau mal was rein, diese Gruppe von Skeletten. Okay, ja, er macht sie selber tot. Das finde ich sehr gut. Wow. Ich bin tot. Wir sind nebeneinander umgefallen. Ah, ich bin auch tot. Shit. Was? Oh, hier ist noch jemand völlig Unbeteiligtes. Was? Okay. Talk to her. Ist das ein Mensch oder ist das ein NPC? Das ist ein... Hallo? 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 Ich weiß nicht, ob du mit den Leuten reden kannst, wenn du tot... Afterlife? Als auch ein Charakter, der sich mit Absicht umbringt und dann die ganze Zeit auf dieser Barke rumsteht. Hello. 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 Hello.
Wir haben kein Essen mehr. Nee. Solange der Boss noch immer in dem Status ist, wo er gerade eben war, als wir gegangen sind. Okay. Bin ich damit noch so halb zufrieden. Ja, das wäre ein bisschen arschig, wenn der Boss resetten würde, nur weil er tot sind. Ja. Also du weißt schon, du, es gibt viele. Ja, es wäre dann wie in jedem anderen Spiel, aber in diesem, in dem du so begrenzte und teilweise so schlechte Heilsachen dabei haben kannst, wäre das unfair. Naja. Wenn jetzt ja, das stimmt schon. Mit der Trauertour. Oh, Jeden hat keinen Kisten. Könnten ja ein paar Schweine eigentlich killen oder so. Ich ging ja auch noch. Ich hab noch eine Banane gefunden. Sehr gut. Das sind nicht wenige Skelette gerade. Oh, was macht ihr da? Ah! Ich stecke fest zwischen der Horde Skelette. Vorsicht! Ah, ich bin tot. Ich nicht. Ist vorbei. Ja, da war schon wieder ran. Hier nichts mehr. Ich auch nicht, wo ist er? Oh, da ist er. Direkt vor mir. Cool. Au. Oh fuck, ich bin. Und er holt schon wieder Kelly Boys. Mhm. Oh fuck. Ich. Nee, doch nicht. Aber ich sterb gleich auf jeden Fall. Ja, ich bin tot. Sorry. Alles gut. Ich gehe direkt hoch. Ja. Vielleicht mal an die Hand locken und ihn vom Chef aus beschießen. Wahrscheinlich schwierig. Cool. Oh. Ja, bestimmt mit dem Schiff, das war auch scheiße. Alter Schwede. Ich glaube nicht, dass er Schwede ist. Heißt, weißt du das denn? Wie gesagt, ich glaube. Okay. Es drängt sich mehr auch so. Schon wieder. Ach, hey, wir haben ihn. Yay! Aber Vorsicht, sterben kann den Skeletten. Oh, sie sind auch mit tot. Okay. Loot! Nice. Loot! Oh mein Gott, Loot for days. Truhe der Wut aufnehmen. Wow. Begrenzt. Mhm. Ach ja, Truhe der Wut und Wasser und so, ne? Wir haben die Heulkiste, stell sie nebeneinander, vielleicht kommt das gut. Stimmt eigentlich. Alter, ist hier viel Loot. Erstmal einen Strand stellen, ne? Okay. Ich bringe die Sachen schon mal aufs Boot. Ihr stellt sie einfach an den Strand und dann mache ich schon mal die schwimmende Route. Holy moly. Gibt's hier vielleicht ein Beiboot? Ja, ich habe noch keins gesehen irgendwo. Doch, ich glaube, ich habe eins gesehen vorhin. An der Seite hier. Ich versuche da gleich nochmal hinzukommen. Ich sammle den Loot hier gerade mal so ein bisschen an einer Stelle. Ja, dann suche ich das Beiboot schnell. Wenn du sagst, es ist auf der einen Seite hier, dann... Ja. Da, oder nee? Oder? Gibt das noch? Alter, ist das viel Loot. Das Beiboot. Eine große Insel, kann auch kein
Bible fehlen. Holk ist der Holsch. Hier ist keins. Wie war das? Für Action Chests müssen wir zu diesem Special-Typen, ne? Ich weiß das gar nicht. Den wir letztens gesucht haben, wo wir erst auf der falschen Insel waren. Gerade irgendwas zu essen, so dass es keiner hört und man hört es doch. Ja, das bin ich gerade. Also, ich fordere gerade was. Ich mache mein Mikro aus. Links von Bible das. Ich habe mal die Truhe der Wut mit und stell sie mal ein bisschen ins Wasser. Ja. Ist da eins? Ja, ich habe eins. Ist auf der anderen Seite der Insel, aber es existiert. Sammelt ihr noch schön? Ja. Ich bin jetzt mal im Beiboot auf dem Weg. Oh, hier glitzert was am Strand. Ach, ist nur eine Flaschenpost. Wir brauchen nichts vom Strand, was glitzert. Wir haben genug Glitzerstuff hier. Oh, da hinten ist, glaube ich, ein Dreimaster an der anderen Insel. Oder ist. Ja. Aber die ist stehen. Ist das die andere Insel da hinten nicht gegebenenfalls auch einfach der Außenposten? Leuchtet nicht, aber es kann auch sein, dass es einfach nur nicht bei mir gerade angezeigt wird, dass es leuchtet. Okay, dann kommen wir schnell um die Insel rum, nicht, dass sie gleich losfahren und sich wundern, was hier alles am Strand glitzert. Ja, ich bin gleich da. Ja. Du kannst ja auch im Beiboot lassen und dann schnell zum Außenposten alles wegbringen. So, ich glaube, das hier ist dann auch schon das Letzte. Da ist ja Lena schon. Hier, die Wellen machen mir das Leben gerade ein bisschen schwer. Genau, du willst da noch ein bisschen weiter rum, genau. Ach, die Truhe, ja. So, die explodierende und die heulende bitte zum Schluss. Mhm, verständlich. So, die explodierende steht im Wasser und die heulende. Ich hab die heulende. Ja, sonst laufen wir da einzeln mit rüber. Naja, im Ruderboot ist die heulende ja egal. Ja. Ja, stimmt. Kann uns jemand anstupsen, Mattes? Magst du das? Ich stürz dich raus. Thanks. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, nicht so, ich glaube, das ist ein Geisterschiff da hinten. Okay, ruder du. Ja, das kann auch gut sein.
Ich stell die Truhe der Wut mal oben hin. Und nehmen schon mal ein bisschen Wasser auf. Wir sind gedockt. Sehr gut. Dann auf zum nächsten. Dann können wir einmal um 180 Grad drehen. Yeah. Was mit den Scheiß mit dem Ruderboot? Ja, machen wir. Ist schneller ausgeladen dann. Okay. Dann helfe ich mal das Ding hochziehen. Aber wir können auch einfach geradeaus hier runter zum Außenposten. Okay, ist hier auch eine? Ja, also er ist nicht geradeaus, also wäre auch einer, aber ich würde jetzt eher sagen, dass wir so ein bisschen nach Steuerbord unten fahren hier. Ach, da meinst du ja, zu Ancient. Ja. Ja, können wir machen. Mhm. Also ein bisschen Wind in die Segel und wir sollten da recht zügig da sein. Okay, okay. Ja, stimmt. Din, din, din. Okay, dann wollen wir mal Wind in die Segel kriegen. Ich sehe gar nicht, wo von der anderen Seite. Ja, wir müssen ja eh noch einen Ticken Steuerbord hinter der Insel und dann ist gut. Hat da was geschossen gerade? Ich glaube, das ist die Wuhe der. Die Wuhe der Rut. Magst du denn so ein bisschen mich leiten, Lena? Ja, ich stelle noch einmal das letzte Segel ein, dann sage ich dir gleich, wo lang es geht. Supi. Oh, hier sind überall so Felsen. Ich dachte, wir hätten schön freie Fahrt, aber... Die Antwort ist no. Mehr Steuerbord eindrehen. Mach ich. Noch mehr... Noch immer weiter. Eben nochmal die Truhe gelöscht. Den Bogen, den du gerade fährst, ist immer noch gut. Du kannst noch mehr Steuerbord. Jetzt hat er schon wieder weniger. Also wenn wir jetzt nach Steuerbord fahren, dann müsste sie eigentlich schon zu sehen sein. Okay. Da die Insel rechts vorne vor uns. Mit der Brücke. Dann drehe ich einmal voll ein. Rechts, was ist denn bitte rechts? Steuerbord, Entschuldigung. Die Sonne? Passt das so ungefähr? Würde ich sagen, ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sehr schön. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Who there? Who this? New phone, who this? So, hast du schon gehört, dass Mathis und ich diesen riesigen Wolkentotenkopfschädel besiegt haben? Nee. Den kann man nicht besiegen. Es war eine epische Schlacht. Ja, es war eine epische Schlacht. Wir haben getan, was wir am besten tun. Ja, Ludolf greifen. Nee, da war ein Schiff, die es richtig drauf hatten und wir sind halt die ganze Zeit hin und her gedümpelt und haben aufgesammelt, was sie übrig gelassen haben. Also sagen wir so, die haben uns wirklich gezeigt, was ein Dreimaster kann, wenn man es kompetent macht. Ja, die waren so hammergut. Die sind immer rein, haben zwei, drei dieser Geisterpiratenschiffe versenkt, sind wieder raus, haben wahrscheinlich letzte Zeit repariert und sind wieder rein. Die müssen massiv Ressourcen gehabt haben, um das abzuziehen. Also, und am Ende spawnt halt Flameheart auf dem eigenen Schiff mit Special-Segeln, dann haben sie den versenkt. Lena und ich sind die ganze Zeit nur rumgecruised und haben liegen gebliebenen Loot im Meer eingesammelt und haben keinen einzigen Schuss abgegeben. Wir gehen unter! Nein! Wir gehen unter! Warum gehen wir unter? Und das? Keiner auf den scheiß Kugel oder was? Ist die Truhe oder was? Ich, keine Ahnung, ich... Oh, das Wasser war schon bis oben an die Treppe, Mathis. Ja. Oh!
Ja, die Truhe ist gerade am Heulen. Oh Gott, ich dachte schon. Habe auch mal die Hate. Legt jetzt auch noch jemand an oder kommt Christoph Ja, eigentlich nur, um wenn jetzt die Lena Jagd jetzt einmal abzubrechen? den Anker packen könnte. Ja, ich mach den Anker. Also ich komme nur zum Loot abgreifen. Ja, dann machst du alles richtig. Oh, sollen wir noch ein Stück geradeaus fahren? Ja, ne? Ja. Wir haben auch einen Ich hätte einfach Beiboot. mal einen klassischen Lena gemacht. Ja, aber du hast ihn besser gemacht als Beeindruckend. Lena. Na, letztes hat es doch auch richtig gemacht. Ich hatte ja das eine Mal hattet ihr mir das ja verwehrt, weil ihr ein zu kleines Schiff benutzt habt. Ja. Ja, aber diesmal haben wir ja dann gedacht, dass Christoph ohne uns nicht leben kann. Eben. Es war ja bewusst, dass du ohne uns unglücklich warst. Okay, nehmen wir das Beiboot und auf geht's. Einer darf gleich noch einmal den Anker runterlassen wieder. Ja, mach ich. Jetzt? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt? Jetzt, ja. Ich hau jetzt einfach mit dem Ruderboot ab. Dann kriegt keiner hier was. Perfekt. Lena haut einfach mit dem Ruderboot ab und da ist auch die weinende Truhe drauf, ne? Ja, es wäre ein bisschen traurig, wenn unser Schiff jetzt untergehen, während wir alle anderen sind. Und gleichzeitig Durchaus. irgendwie überhaupt nicht verwunderlich. Nee. Ja, es würde passen. Und auch der Start gerade eben war auch super. Gestartet und direkt an Ja. Felsen gefahren. Er ist einfach Straight ahead. 4767 für die Range-Tour. Boah, alte Schwede. Was, wir wollen die Christoph, Händler das habe haben? ich verdient. What? Nett. Alter. Plus 2.500 nochmal extra. Krass. So, Truhe der Sorgen kriegen auch die hier vorne, oder? Ja. Aschetruhe. Hat er die auch hier? Ne, nimmt er nicht. 15.000? 15.000! Für was? Könnte der Schädel gewesen sein. Oh ja. Ich habe gerade den Schädel von Möglich. dem Boss verkauft. Ja, das wird dann da vielleicht gewesen sein. Okay, wo bricht die Aschtruhe hin? Ashen-Gedöns muss, glaube ich, zur Taverne. Ja, die tatsächliche Ashen Chest, da hängen die Typen bei. Ja. Sind die Taverne? Ich glaube, hier ist die relativ weit oben. Oder fast ganz oben. Bevor ihr aufs Schiff geht, lootet bitte noch ein paar Fässer und packt das alles ins Beiboot, wenn es geht. Und dann macht eure Taschen voll. Und wehe, ihr bezahlt für irgendwas. Das ist alles hier unser. Ich habe immer noch nicht wieder voll Health. Heilt einfach nicht, wenn man auf so einem Skull of Fire. Bei wem muss ich das denn abgeben an der Weil bei der Frau Vor in der der Taverne Taverne? steht Larina oder so. Nee, die macht das nicht. Die haben das Ding. Wie heißt denn das Ding genau? Ja, das heißt Aschetruhe. Ja, wir hätten auch einfach das Gold nehmen Hm. können. Okay, ich bräuchte den englischen Namen. Ich komme mal zu dir. Ashen Chest. Einfach nur Ashen Chest. Sind Vermutlich. das nicht die, für die du einen Schlüssel brauchst? Da sind aber drei Sachen noch drin. Ja. Von daher könnten wir die einzeln verkaufen. Dann hau sie raus. Ja, also wenn da noch was drin ist, dann muss die vorher leer gemacht werden. Aber die Truhe kann man bei Larina verkaufen, sagt das Sea of Thieves Wiki. Okay, dann nehmen wir die Ich habe hier schon was einzelnen rausgenommen. Wie passt denn in dieses Ruderboot? Was? Ich fülle gerade das Ruderboot, weil ich nicht zum Schiff immer schwimmen will und da passt richtig viel rein irgendwie. Ja, ich glaube, die haben unbegrenzte Storage. Okay, Oder dann. zumindest so viel wie ein Fass, und ein Fass Wer kannst du will ja das auch. Buch nicht haben? Wer will das Buch auch nicht haben? Wer will das Buch haben? Und wie heißt das Buch? Tome of Curses 4. Das klingt wie Cosmetics. Okay, wo gebe ich das ab oder was mache ich damit? Tome of Beim Curses 4, Cosmetics. Larina oder Servants of the Flame. Also auch Okay. zur Taverne. Berühmtheitsstufe 53. Wow.
Wie Owen Wilson sagen würde. Lennart wollte nachher noch kommen. Lass uns mal versuchen, ihn nicht zu verpassen. Dann können wir noch was mit Lennart machen nachher. Mhm. Ja. Klingt sehr gut. Oh, Achievement unlocked. Mhm. Folien der Flüche. Mhm. Ah, Kugeln. Ja, yeah, eine Banane. Ich bin mit dem Ruderboot hier. Bitte hier rein. Das ist gut. Irgendwie hatten Mattes und ich das Gefühl, das andere Profischiff, das wir ja die ganze Zeit beobachtet hatten, dass die viel schneller schießen konnten als wir. Also so nacheinander. Hm, okay. Vielleicht haben die irgendwie einen Bug ausgenutzt. Glaube ich nicht. Wirkte schon hochprofessionell. Ja, Bugs ausnutzen wirkt auch hochprofessionell. Findest du? Da kann man. Gibt's hier nirgendwo was zu essen? In unserem Ruderboot. Ja. Mhm. Also ich habe da jetzt schon mehrfach was reingepackt. Ja, die ganzen Fässer sind alle fast leer, weil wir hier rumlaufen und sie leer machen. Ist das schon wieder angedockt oder was ist gerade? Nee, ist hier hinten, unten. Ja, zack, bei meinem Namen. Nee, nicht umsetzen. Ah, fucking finally food. Oh, da vorne so. Da ruder ich nochmal hin. Ich gehe jetzt nochmal diese kleine Brücke hier rüber. Mal gucken, was da drüben noch ist. Bruder. Nicht auf mich schießen. Bruder! Ist hier eine Leiter da? Ja. Mal das hier nochmal alles looten. Ich loote. Okay, warte, ich sollte davor vielleicht. Oh, hi. Auch hier zum Looten. Komm nicht an den Dings ran. Oh. Was ist gerade passiert? Warum? Was ist denn passiert? Ich bin gerade aufs Boot zurück. Das hatte ich auch schon mal. Ich weiß okay. Nicht. Okay.